Bio-Karotte! Gut, dass der so stark ist. Mann, schnell sind die Dinge schnell! Oh, ja! Ein Roboter. Ey, das war bloß einer. Ihr bescheißt. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Ründchen Sea of Stars Valeri. Ärgere mich nicht. So, den haben wir freigeschaltet beim letzten Mal. Ich erinnere mich. Bam. Ich bin gespannt, wie lange das noch dauert. Allzu lang kann es nicht mehr sein. Estristes Aussichtspunkt. Gott, was für ein Namen. Wer hat sich die ausdenkt? Tue. Kaputter Hebel. Ja, würde ich sofort mitnehmen. Selbst wenn ich noch nicht weiß, wofür der ist. Wow. Bist du groß? Wir sind da. Was macht das Teil? Ist es lieb? Ist das der Öffnungsmechanismus? Ja, kaputter Hebel. Rachata. Was ist das? Beast, gibt es einen anderen Weg? Tretet beiseite. Ey, ich hab einen kaputten Hebel. Huio Karate! Gut, dass der so stark ist. Respekt. Und jetzt fährt er ohne uns. Was macht das? Muss ich jetzt da hin? Bestimmt, oder? Spitze Biest! Hat das funktioniert? Ja, das Tempokugelnetzwerk sollte jetzt online sein. Von hier aus können wir zu den anderen Stationen reisen, auch zu jenen in der Himmelsbasis. Oh, nice, hast du super gemacht. Mann, schnell sind die Dinge schnell. Oh, ja. Hey, Tix. Hey, wie geht's? Wir machen Fortschritte, aber wir haben eben Rechern verloren. Was? Aber dort ist er doch. Nur eine leere Marionette. Sein echtes Ich ist fort. Ziemlich cool, aber auch gruselig. Oh, hallo. Wieder schwummierig. Das ist lebendiges Glas. Freut mich, ich bin Tix. Sei gegrüßt, ich bin Beast. Hey, also ich sah mich gerade bei Repini um, als dieses Tempokugel-Dings aufging. War dir das etwa? Beast sorgt dir für Strom, damit gelangen wir zur Himmelsbasis. Oh, da komme ich mit, das muss ich sehen. Jo. Geh mit, schließlich wollen wir Fortschritt machen. Himmelbasis. Wo denn sonst hin? Flump. Einfach runtergespült. Wie im Klo. Blum. Wow. Pinball oder was? Fium.
sind da. Die Himmelsbasis geschafft. Wonach suchen wir? Was auch immer die Wolkenproduktion stoppt, es gibt bestimmt irgendwo einen Kontrollraum. Und wenn wir diesen verdammten Katalysator finden. Klar doch. Du. Boah, voll cool. Gefällt mir. Ein Roboter. Ey, das war bloß einer. Ihr bescheißt. Hol die Betrüger. Wow, 103er geil. Wow. Wenigstens hat er noch die gleichen Fähigkeiten. Das gefällt mir gut. Boah, fast 6000 Erfahrungspunkte, wir steigen mal gleich auf. Können wir speiern? Haben wir jetzt so viel Erfahrungspunkte gekriegt? Dann geht's doch schön langsam an Ende zu, oder? Schalter. Ich verstehe. So. Ein weiter. Perfekt. Easy peasy. Ach, ich hab mein, das war unter der Scheibe. Das müsst ihr mir doch sagen. Was macht das Blitzding, Sibunsi? Wow, ich hab sie rausgefunden und ich find's echt nicht geil. Der haut rein. Und unten ist er das gleiche Teil. Uiuiuiui. Mach weg. Dankeschön. Also manchmal sammelt er die Puppen nicht ein. Ich verstehe nicht. Was mache ich falsch? Das hasse ich immer, wenn ein paar Lebenspunkte übrig bleibt. Bei Cell haben wir das letzte Mal gesagt, machen wir Magiepunkte, ne? Und Mana-Punkte haben wir eigentlich eh schon so voll. Du kriegst Lebenspunkte. Beast. Angriff. 191. Ich glaube, ich mache die Tanky hier als Ersatz für einen Gaul. 3 physische Verteidigung. Kriegst du das? Magieverteidigung ist sowieso ein bisschen höher. Du kriegst Lebenspunkte, du hast nicht viel. Ich meine, du hast sogar am wenigsten vor allen, ne? Nö, Reshan hat am wenigsten. Warum hast du bloß 3 Sachen? 16, ja, dann können wir 2 Feuerbälle hintereinander machen. Oh.
Das nenne ich mal Aufzug. Der Fall wieder Tölfte. Meine Güte. Schwaches Personal. Oh. Spiel kämpfen. Schließlich will ich Erfahrungspunkte. Es gibt's ja so viel. Satz ja so großzügig. Dun, 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 dun. Fluchschild. Oh no. Stimmt, das war so ein Teil. Pferdemech, Drohne Dämmer. Wow. Cell gibt Gas. Ist jetzt dann wieder Schluss? Ah, immer noch nicht. Du Galoppel, du. Gib jetzt mal dein Schutzschild auf. Yo. Oh, plus 1260. Wie mordig. Da ist doch die Sonne. Die man Kampf nicht einfach zu uns aufholen. War doch dann bestimmt leichter. Bäbäbäm. Was machst du? Dumm. Dumm. Wow. Aber ich glaube, da wird die Luft ziemlich dünn, hä? Aber so weit oben sind bestimmt keine Wolken mehr. Dem geht nicht. Westflügel nach Kollision mit einem Asteroiden schwer beschädigt. Bereich aus Sicherheitsgründen abgeriegelt. Überschreiben. Verweigert. Überschreiben von Notfallmaßnahmen nicht möglich. Geht doch. Wir machen weiter. Haben aber Probleme, wo keine sind, ne? Wie atmen wir jetzt? Weil da ist ja alles... Naja, kein Schutzschild ist er. Da haben wir ein bisschen Sauerstoff. Haben. Hey. Der will nicht die Hetze auf einmal. Das ist eine Verarsche. Das tut weh. Au, au, au. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Moment. Oh, Skills, Sichelbogen. So machen wir das. Der ist weg. Oh, nö. Nein. Lebenspunkte sollten ausreichen. Easy peasy. Boah, fast 10.000. Na, da geht's weiter. Sogar richtig. Okay.
Oh no. Ich verstehe. Ich bin klug. Oh, da ist Action. Ich will darüber. Ich hab die Jungen nicht. Mir schon nicht wichtig, wenn sie. Oh, wieso immer Drecks Flugschild? Finde ich sehr ungeil. Dun, 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 dun. Protone Säule. Au, 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 au. Das tut doch weh. Das auch.